Für diese Bilder aus Duma gibt es verschiedene Quellen. Zum einen haben Mediziner Aufnahmen gemacht. Also ich selbst habe um 8:30 am Samstagabend Bilder und Videos zugeschickt bekommen von einem Arzt aus Duma, der gesagt hat, wir haben hier in den letzten Stunden Kinder, Frauen, Männer behandelt, die Erstickungserscheinungen zeigen, die die typischen Symptome eines Giftgasangriffes zeigen. Also es gibt einmal Aufnahmen von Medizinern aus der Stadt. Dann gibt es Aufnahmen von den Rettern der Weißhelme, die zeigen, wie Männer in ein Haus rennen und dann im Flur schon Leichen liegen, die es offensichtlich nicht mehr geschafft haben, vor dem Gasangriff aus dem Haus zu kommen. Und dann gibt es eben Berichte von Augenzeugen, Berichte von Reportern vor Ort, lokalen Reportern, die eben schildern, was da passiert ist. Also es gibt verschiedene Quellen aus Duma, die übereinstimmend von einem Giftgasangriff am Samstagabend berichten. Man kann sicher sein, dass es um 19.30 Uhr, 20 Uhr am Samstagabend in Duma einen Vorfall gab, dass es einen Luftangriff gab, auch von einem Hubschrauber aus wurde eine Granate abgeworfen und dass in den Minuten und Stunden danach viele Menschen Symptome eines Giftgasangriffes gezeigt haben und dass daran mindestens 46 Menschen gestorben sind. Das kann man als gesichert annehmen. So wie es Augenzeugen schildern, war es so, dass ein Hubschrauber eine Granate abgeworfen hat über Duma. Wenn dem so war, dann kommt dafür nur das syrische Regime in Frage, denn nur das syrische Regime hat Hubschrauber im Einsatz über Duma. Die Rebellen, die das Gebiet kontrollieren, verfügen nicht über Hubschrauber, also könnte man das ausschließen. Wenn man jetzt annimmt, dass es vielleicht auch anders war, dass vielleicht eine Boden-Boden-Rakete dort eingeschlagen ist, in der das Giftgas war, dann könnte es auch so gewesen sein, dass das die Rebellen waren, nur dafür gibt es bislang überhaupt keinen Hinweis. Es gehört seit Jahren zur Kriegsführung des Assad-Regimes, Angst und Schrecken im eigenen Volk zu verbreiten. Also den Syrern klarzumachen, ihr könnt nur ein halbwegs sicheres Leben in einer Diktatur führen, wenn ihr unter meinem Regime lebt, wenn ihr nicht aufbegehrt. Allen, die sich widersetzen, die werden kollektiv bestraft. Wir sehen das an der Aushungerung ganzer Städte, wir sehen das an Giftgasangriffen, wir sehen das an kollektiven Bestrafungen ganzer Dörfer, die niedergebrannt wurden. So wie sich die Lage derzeit darstellt, hat sich dieser Chemiewaffeneinsatz für Assad kurzfristig auf jeden Fall gelohnt, denn wenige Stunden nachdem diese Waffe dort eingesetzt wurde, hat die Jaish al-Islam, also diese islamistische Rebellengruppe, die das Gebiet dort kontrolliert, dem Abzug ihrer Kämpfer nach Nordsyrien zugestimmt. Assad hat also, ohne in einen Häuserkampf verwickelt zu werden, hat es seine Armee geschafft, die Rebellen aus dem Gebiet zu vertreiben. Donald Trump und Emmanuel Macron haben ja den Einsatz der Chemiewaffen scharf verurteilt und auch deutlich gemacht, dass damit wieder eine rote Linie überschritten sei durch das Assad-Regime. Nur ich kann im Moment nicht sehen, dass Assad eine wirkliche Gefahr für den Fortbestand seines Regimes dadurch droht. Möglicherweise werden sich die USA und Frankreich in den nächsten Tagen zu Militärschlägen gegen syrische Militäreinrichtungen entschließen, aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Gemengelage in Syrien, dass Assad mit der Unterstützung Irans und Russlands in Damaskus weiter regieren wird. Jede schärfere militärische Reaktion, also möglicherweise koordinierte Luftangriffe gegen mehrere Ziele, würden mit Sicherheit Russland nicht gefallen und würden eine Konfrontation mit Moskau heraufbeschwören. Ich glaube, daran hat Trump auch kein Interesse. Also ich denke, es wird wieder auf eine symbolische militärische Handlung hinauslaufen, die aber am Gleichgewicht in Syrien nichts ändert und die auch nicht verhindern wird, dass es weitere Giftgasangriffe in Syrien gibt.